Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich habe mir BioLem angeschaut, aber bevor wir dazu kommen, wünsche ich erstmal allen Leuten da draußen einen schönen vierten Advent. Es weihnachtet langsam sehr, deshalb auch die Weihnachtsmütze muss einfach sein, ist schon, quasi schon fast Pflicht. Und ja, zu BioLem, wir haben hier einen interaktiven VR-Film, kann man sagen, 30-minütige Erfahrung. Wir sind Tiefseetaucherin und gehen ganz nach unten auf den Meeresgrund und gehen dann da in eine Höhle rein, erleben diverse Dinge. Und ich finde es sehr gut, dass es solche VR-Erfahrungen gibt. Es ist ein guter Ersatz für normale Flat-Filme, sage ich einfach mal, weil man da wirklich aus dem Protagonisten raus alles erleben kann. Und man schaut nicht einfach nur zu, sondern man ist wirklich im Film. Und ich finde solche Sachen immer super interessant. Und deshalb habe ich mir auch BioLem angeschaut. Und ja, kommen wir jetzt einfach mal zu BioLem und der Steam-Seite. Und hier sind wir auch schon. Und ja, die Bewertungen sind jetzt nicht so wahnsinnig gut, muss man einfach sagen. Ausgeglichen 69% bewerten nur positiv. Also ich kann sagen, erstmal ist die Grafik oder Texturen sind nicht ganz so toll, wie ich es mir erhofft habe. Die Wesen sehen ganz toll aus, die man da sehen kann. Auch dieses Gefühl von in engen Tunneln, sage ich mal, und dann kommt man in größere Höhlensysteme rein. Das sieht ganz gut aus. Auch sieht man nachher ein großes Wesen, wo man wirklich merkt, scheiße, ich bin mega klein, und das ist echt richtig gut gelungen, finde ich. Soundeffekte sind sehr, sehr gut. Wir haben keine deutsche Sprachausgabe. Leider haben wir Englisch, Französisch und ich glaube Mandarin war es. Deutsch fehlt hier leider als Sprachausgabe. Aber als mit normalem Schulenglisch kommt man hier ganz gut klar. Man kann alles verstehen, aber ich weiß, sag jetzt einfach mal so, wenn man es jetzt nicht versteht, kann man trotzdem diese Erfahrung irgendwie genießen. Das ist eigentlich alles selbsterklärend. Wir sind immer darauf angewiesen, wirklich, kommt nur vorwärts, wenn die Geschichte erzählt wird oder erzählt wurde, und dann kommt man wieder weiter ein Stück, bis man einen Abschnitt kommt, wo man wieder nicht weiter kann. Bewegung ist ganz einfach. Linker Trigger, Thruster bewegen, dann kann man mit dem Kopf ein bisschen hin und her steuern. Und linker Trigger ist halt nur, dass man sich vorwärts bewegt mit dem Tauchanzug. Und dann hat man auch noch rechten Trigger eine Taschenlampe. Und das war es eigentlich auch schon. Und ja, also ich fand es irgendwie interessant, diese Story zu erleben. Es ist jetzt nicht das, Gelbe vom Ei, aber trotzdem sehr interessant. Auch von der Story her sehr abgedreht, sage ich mal. Aber lasst euch einfach mal überraschen. Kostet 6,59 Euro und ich finde 6,59 Euro jetzt nicht so viel für eine kleine VR-Erfahrung, sage ich einfach mal. Und ich würde sagen, man kann es sich mal gönnen. 30 Minuten sind leider relativ schnell um, aber nichtsdestotrotz hat es mir jetzt Spaß gemacht, auch wenn nicht alles perfekt war. Und von mir gibt es auch da eine kleine Erfahrung. Und das kann man auch Leuten mal in die Hand drücken, sage ich einfach mal, die mit VR noch nicht so wirklich erfahren sind, dass die auch mal VR-Erfahrungen, Erlebnisse haben, wo man jetzt auch nicht wirklich darauf achten muss, boah, was muss ich jetzt machen, wie ist die Steuerung, welchen Button muss ich wann drücken. Und das ist alles relativ klein gehalten, leicht gehalten, und deshalb fand ich das hier echt, echt gut gemacht, gut gelöst. Und ja, das ist es eigentlich erstmal. Dann würde ich sagen, schönen Sonntag noch und jetzt viel Spaß bei dem Gameplay. So Leute, willkommen im Gameplay, und wir zocken heute BioLem, und bei BioLem geht's ganz nach unten. Wir gehen auf Tiefseetauchfahrt in einem Korb und in einem Tiefseetauchanzug, und ich weiß nicht, was uns erwarten wird ganz unten in den Tiefen des Meeres, aber ich bin echt gespannt. Ist mal was anderes, ist nicht nur irgendein Game oder ein Shooter, sondern einfach nur eine kleine Erfahrung von roundabout 30 Minuten, habe ich so gelesen. Leider gibt es das nur in Englisch, Französisch und Mandarin oder was es auch immer ist. Und wir haben ein paar kleine Einstellungen. Wir haben Grafik-Presets, steht jetzt auf Quality. Und dann haben wir auch nochmal Display-Kontrast. Lassen wir mal auf Vive Pro. Und ich würde sagen,
Starten wir mal die Experience. Viel Spaß dabei. Okay. Soundeffekte sind schon mal cool. Okay, noch ist es nicht zu sehen. Oh. Eva, do you read me? Oh. Are you there? I'm here, Rachel. You okay? Yep. Good to go. All right then. Okay, das ist unser Boot. You should see a green button ahead of you. Press it when you're ready to descend. Green Button ist da, aber lass uns erstmal ein bisschen umschauen hier. Okay, noch sehen wir hier die Wasseroberfläche. Auch ziemlich cool gemacht. Boot kann man jetzt nicht so viel erkennen, außer die zwei Turbinen. Was haben wir denn hier? Ja, zwei Arme vom Tauchanzug. Das sieht aus wie eine Taschenlampe, aber noch kann man nichts machen. Okay, dann lass uns mal abtauchen. All systems nominal. Now let's begin. I'll crane you down to the bathypelagic. Ich empfehle euch auch, wenn ihr das Video jetzt anschaut, Kopfhörer anzuziehen. Weil ich glaube, dann kommt das so ein bisschen besser rüber. Fischi, fischi, fischi. Now let's check your flashlight. Give me a brief push on your right trigger. Great. Ah. Torch works. Can we move it along? Copy that. Let's speed this up. Ah, jetzt sehen wir oben rechts im Helm, dass einmal so eine Lampe kommt. Hier so eine Sonne, ne? Schöne Quallen. Die leuchten. Right. You're descending into a totally uncharted area of geothermal ocean terrain. A site like this can be uniquely rich in photobiochemical processes. This is our last shot to discover new bioluminescent creatures, Rachel. Here's hoping. Bioluminescenz, okay. Das ist, was diese Quallen auch machen oder diese Fische, die ganz unten im Meer sind. I seem to remember someone always telling me to break boundaries, transcend yourself. Hmm. Okay, entering log. Also, was ich sagen muss. Station 32, okay, dive 165, target depth 850 meters. This is expedition leader, Professor Eva Tessier. Oh, da sehen wir schon. RV Archimedes. Diver on duty is. Berg. Rachel Powers, commencing recce. Your suit is detecting rising temperature. We're getting close. Let's get a better look down there. Also die Texturen sehen nicht so toll aus. Hier diese Schläuche, Kabel, hier unsauber gearbeitet, da auch. Also das hätte man schöner machen können. Auch die Armaturen, das ist jetzt nichts, wo ich sage, wow. Ne, das ist ja PlayStation 2 Grafik. Ist nicht so schön gelungen. Aber es ist halt auch nur eine kleine Erfahrung, aber trotzdem hätte man da ein bisschen schöner arbeiten können. Okay, meine Flashlight hat sogar eine gewisse Funktion. Kann man das dahin? You down. Wow. There it is. The cave entrance. Time to cut the umbilical cord. I thought you'd never ask. Okay, das sieht aus wie so ein Höhleneingang, ja? Handing you manual propulsion. I'll plot your course. Squeeze your left trigger to check the thrusters. Left Trigger, okay. Ah. Free at last. The suit sensors will keep you clear of collision. Oh. Tu mir nichts. Wow. Dann tue ich dir auch nichts. A bioluminescent rat tail fish. Never seen that before. No. They don't luminesce. It must be a new subspecies. Finally, some good luck. I'd call it the dividend of persistence. Hey, can we name it Rachel's Raptor? No. How about Coryphenoides leptoluciferus? Oh, nein, nein, nein! What?
Ich wusste das. Why did it charge me? I don't know, but it's heading inside. That's where the heat's coming from. And where there's heat, there's life. Exactly. Okay, das soll eine Wärmequelle sein da unten. Scanning the entrance. You're going to be the first person ever inside this cave. Feeling strong? In the words of Lauryn Hill, ready or not, here I come. You can hide. Gonna find you. If I have to listen to any more free jazz, I'm gonna slip my wrists. Also man kann jetzt nicht wirklich weit gucken, aber das sieht schon echt cool aus. Wir machen gleich nochmal, schauen uns das nochmal von Weitem an. Ja, already or not. Da ist unser Korb, unsere Rettung. Mal schauen, ob wir überhaupt nochmal hier rauskommen. Also wir lenken wirklich mit dem Kopf, wenn wir so runtergehen, ne? Wow! Did you hear that noise? Sounds like me when you wake me up. Geothermal vents flexing their muscles, I think. All right, Rachel. I've got your vitals and video. I'm seeing what you see, feeling what you feel. Wow, even the plants are shining brightly. Seems we're encountering multiple instances of novel luminescence. When it rains, it pours, right? Right. So this must be where the luciferin we picked up was coming from. You didn't say you took samples. I wouldn't want you to go in completely blind. No, just uninformed. And I thought we made so much progress in communication. Oh, spare me. I tell you everything you need to know. Okay, there's a narrowing coming up, adjusting your course. Also es sieht cool aus, aber es ist jetzt kein Grafikfeuerwerk, das muss man auch dazu sagen, ne? Aber ich glaube, es ist richtig gut für VR-Anfänger sowas. Kann man die echt mal reinsetzen und können sich umschauen. Man muss nicht so viel an Controller-Sachen sich behalten, ne, wie man was steuert. Wir haben einen Trigger für die Taschenlampe, einen Trigger für den Thruster, dass wir uns vorwärts bewegen. Let's not scare them. We're guests. Hi. Down here after all. Deine Fischi. Try to use your torch as little as possible. Ich mag so kleine Erfahrungen auch. Oh, ooh, da another ist er wieder. Rat towel. Funny, this one barely even clocked me. Strangely fierce. Let's see where it's going. Oh, wir kommen hier nicht mehr raus. Um mal ein bisschen runterzukommen, so. Aber oh, dann muss ich mich nicht so bücken. Er ist ein bisschen blöd gemacht. Did it go through that bright kelp? Yeah. Da ist er reingegangen, ne? Let's see. Lass uns schön in Ruhe. Also das sieht cool aus. Ich glaube, sowas in echt zu erleben ist mit Sicherheit der Hammer. Aber VR tut's auch. Aha. Der hat die weggetanzt. That fish just talked to the weed. It's as if the kelp sensed it light up and open like a doorway. If it did, we're the first to ever witness call and response between a plant and a fish. Let's get a specimen of that kelp. Break a piece off with your left hand. I'll open your sample port. Switching on the collection vacuum. Shit! The weed's stuck on my hand. It's gripping somehow. That's impossible. Turning up the suction. Vacuum's down. Don't lose the kelp. I've got it. It's stuck fast. I'll remove it when I surface. Okay, die leben. Scheinbar. Okay. There's an opening up ahead to your right. I'll take a look. Also jetzt wäre ich schon wieder zurück. Ja, die Pflanze wollte nicht mitgenommen werden, ne? Geh einfach mal ein bisschen in die Hocke.
Haben wir hier bestimmt eine Wärmequelle? Looks like a deep sea blizzard. The smoke is made of burning hot sulfides spewing from hydrothermal vents. Okay, I'll try to stay clear. You see that glow in the rock face ahead? Make your way towards it. That cavern should shelter you. Okay. All right then. Here goes. Das ist eine größere Höhle hier, ne, oder? Ja. Boah. Also jetzt merkt man, man kommt ganz schwer voran. It's getting a bit bumpy out here. Keep going. You've got this. Oh, das ist auch wieder ein Fisch, okay. Oder? Okay. Almost. Oder eine Meereskellerassel. I never had any doubt. Die reagieren aber nicht so wirklich auf mich, ne? What are those big plants? Riftia pachypterilla. Not plants, giant tube worms. But they don't usually emit light either. They're gross. I like them. Dann komm, wir streicheln den mal. Jo. Ach, so ein Haustier würde ich mir auch halten. Keep your thrusters firing. I'm stuck. Oh. Hey. Big blue wood lice. And the tube worms move away from their light. Yes. The isopods developed interspecies light communication too. Let's try something. I'm giving your flashlight more juice. More juice. I think I can use the light to clear a path as I go. Mehr Saft. Okay. Dann lass uns mal. Ah, okay, die reagieren auf jeden Fall genau wie die auf diese Würmer da. Wow. Good work. Now let's go. Das sieht cool aus. Auch hier ist wieder das Geniale, man kommt aus so einem kleinen, ja, kleinen Tunnel raus und kommt in so eine riesige Höhlenöffnung. Und das sieht dann echt cool aus. Look at all this luminescence. Was ist das denn da? And almost none of these species have known photochemistry. So this is what? Sieht komisch aus. A brand new bioluminescent ecosystem? New to us, at least. That's a result worth sharing back home, no? Rachel, your heart rate's surging. Your blood pressure's up. Nervous excitement, I guess. I don't feel too good. Ah! The weed's tightening! Was jetzt? Jesus, oh. What is that? What did you see? Something huge just swimming by in the distance, like a whale or something. There's no way a whale could enter a cave system. Your mind's playing tricks. Do you need to initiate emergency evac protocol? No. I need to find out what's going on down here. You have the sample. Maybe you should go back. We know the route. No. I'm going forwards. Fine. Genau. Vorwärts. Let's see. The current patterns indicate an exit somewhere ahead of you. Kein Rückzug. But I'm gonna suit up and meet you on the way out in case you need help. I'll patch your sensors to my visor display. Gucken, was die noch hier mit uns machen. Diese Pflanzen. Oh, da sieht interessant aus. Da geht's auch hin, scheinbar.
Ah, guck mal. But they're normally lone operators and they never shine so bright. It's incredible to see them act in a group like this. That's great. Die wissen nicht, was sie machen sollen? All right. Temperature readings indicate the passage should be beyond those fish. Head through. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Out of my way. It's weird. They really don't want to let me past. They usually spend their lives in pitch darkness. See what happens if you shine your torch on them. I'm reading a pressure surge on your left hand. What's going on? Oh. This fucking plant is trying to strangle my hand. Die macht uns unseren Handschuh kaputt, scheinbar. Also ich bleib dabei, wir kommen hier nicht mehr raus. So, komm. Ach, guck mal. Ja, aber wie kann ich mich jetzt fortbewegen wieder? Work out they'd react to the kelp on your hand. I don't know. Intuition? Okay, jetzt geht's weiter. The lights guided me. Let's get you up here quickly so we can analyze that kelp. Boah, ist das hier eng. While it's still viable. And while I'm still alive? Oh, Rachel, ein bisschen blöd ist, dass wir so krass geführt werden hier. Aber für manche User halt wahrscheinlich nicht so schlimm. It's a dead end. I thought you said there was an exit. Your suit is sensing currents around you. There must be a path that all these fish have followed. Eva, get me out of here! Keep calm, Rachel. Don't tell me to keep calm. I'm the... Wow! Okay. Bleib da mit deinen... Also, die Fische sind nach da oben geschwommen. I saw something grab for me! Stop! Lying to me! What was that? Whatever it was... Let's just focus on bringing you back to the surface. I've entered the water. I'm coming to get you. Something's approaching. Ah! Die Soundeffekte sind seltsam, gerade. Oh, it stings like hell. Something's leeching through. That's not possible. Your suit's completely impenetrable. Wait, is that a fang-toothed fish with wings? Kelp's grown out of its flanks. Like new fins. Some kind of symbiosis, maybe. It's as if multiple species are fusing as one. Damn. That's how it happens. What? Eva, what happens? I don't think these are new species we're seeing. Something's inside them, giving them the luminescence. Small enough to pass through the suit. Less than a micrometer. A tiny parasite. Parasite? Yeah. Are you saying I'm being infected by some kind of fucking light parasite? I'm saying this is amazing. Und wir sind jetzt auch getroffen davon. Don't say you admire this thing. I admire its ingenuity. Look at this fang-tooth. Huge teeth, but tiny fins, weak and lumbering. The parasite unites it with the kelp to create a majestic creature, short-circuiting evolution itself. I'd hoped but never dreamed to see. Wait! Did you know this parasite was here? Did you send me down here to...
to get me infected. Every great discovery needs a pioneer, Rachel. Oh. You're the first contact. Now bring it back. That's why you wanted me to turn back, isn't it? Die wollte davon uns infizieren hier. Didn't you? Oh. Was ist laut? I know where the fish are heading. I have to follow them. Stay focused, Rachel. I'm approaching your depth. They're calling me. We're connected now. Okay, wir werden wahrscheinlich eine von dieser Spezies werden. So wie ich denke. Oh, sieht aus wie so ein LSD-Trip jetzt. Hallo, ich bin einer von euch. Mich nicht angreifen. Ich komme jetzt nochmal raus. Ich würde gerne nochmal in. Okay, wir werden schon raus. Boah, das ist der Hammer. Da kommt wenigstens die Größe mal zum Vorschein. Das ist immer das, was ich genau sage, VR muss mit sowas viel mehr spielen, dass man sich so klitzeklein vorkommt. Okay, der trägt uns jetzt irgendwo hin. Das ist der Altar hier. Hier lässt er mich ein bisschen drunter. Ja, hab's mir gedacht. Rachel, what was that? Something huge flung me away. You were right. I'm trying to come back to you. Aber wo ist die jetzt? Wird auch immer mehr, ne? I trusted you. Oh, grow up, Rachel. This is bigger than us now. I'm coming to get you. Don't come for me, Eva. I feel warm. Part of all of this, I'm where I should be. With them. You're delirious. I'm going to take my suit off. No! You'll be crushed by the pressure. Mach den Helm jetzt ab. Do not take off the suit. Wow. This feels perfect. Ach, und guck, wir haben uns schon so krass verändert. Ready. Ah, blöd, dass die Hände jetzt so einfach.
Okay. Wie ich mir gedacht habe, man kommt nicht lebend raus. es geht noch weiter. Das ist crazy. Hallo, Richard. I'm Eva. I'm going to take good care of you from now on, my little girl. Okay, das ist jetzt definitiv LSD-Trip. Aber sieht cool aus. Das sieht ein bisschen verstörend aus. Hallo, kleines Baby. Großes Baby, würde ich sagen. Okay. Oh, ich bin jetzt. Ich bin jetzt so ein Wesen. Ich bin jetzt der Fisch, dieser riesige, oder? Klar, guck mal, wie klein die Fische sind. Und da ist der Platz, wo wir gerade waren. Ich bin El Krako. Aber ich kann mich nicht bewegen, nicht nach vorne. Dieser schwarze Abdruck, ist das da noch der Anzug? Wahrscheinlich, oder? Das ist die Frage, ob noch was passiert. Ja, wir sind jetzt eins mit ihm geworden, scheinbar, ne? Infiziert und gegessen. So ist das Leben. Ja, Leute. Das war Biolum oder Biolum. Und ja. Was haltet ihr davon, von der Experience? Gerne mal unter die Kommentare schreiben. Ist das auch was für euch oder eher nicht? Und ja, wie fandet ihr die Erfahrung jetzt hier? Ich fand, es ist mal was anderes gewesen, so kleine, ja, das kann man jetzt so vergleichen, interaktiver Film, ne? Oder, ja, Minifilm. Ich finde, solche Sachen sind auch extrem wichtig und cool, dass die, ja, dass sowas gemacht wird, weil so man viel, viel mehr, ja, erzählen kann. Also, aus der Sicht her, ich gucke es mir nicht nur an, sondern ich bin auch dabei. Ne? Also die Erzählreihenfolge ist halt eine ganz andere, als wenn man jetzt flat vorm Fernseher sitzt. So bin ich wirklich in den Protagonisten drin, kann die Erfahrung teilen, die er da hat. Ich fand es echt cool und ich glaube, es war jetzt 6 Euro noch was. Also von daher geht das vollkommen in Ordnung. Wenn das jetzt irgendwie 12 oder 15 Euro gekostet hätte, würde ich sagen, grafisch hätte ich ein bisschen mir mehr erhofft. Es war in Ordnung, aber auch nicht wirklich gut. Soundtechnisch war es gut. Auch die Synchronsprecher fand ich ganz gut gemacht. Deutsche Sprachausgabe hätte ich hier natürlich noch mir gewünscht, aber gut, man kann nicht alles haben. Es war jetzt aber auch nicht so schwer, dass man das gar nicht verstehen kann. Wenn man ein bisschen Schulenglisch kann, hat man das schon verstehen können. Okay, Leute. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und ja, lasst mir doch ein Like da, Abo-Button nicht vergessen und ja, schreibt einfach mal unter die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.